Echte Sommerküche mit Meret Bissecker. Die Spitzenköchin und ihr kulinarisches Sommerfestival. Die Geschichte von der Liebe zu den Zutaten. Und die Lust auf eine gesunde Küche der Frische und Fantasie. Bestechend einfach und an der Frische und Qualität der Produkte orientiert, ist Meret Bisseckers Küche aus Prinzip. Was marktfrisch vom Gemüseproduzenten aus der Region den Weg in ihre Kochtöpfe findet, trifft dort auf Gewürze aus der ganzen Welt. Bei einem fabelhaften Curry zum Beispiel. Ein Gemüse kann sich aber auch mit seinem ganzen Eigengeschmack in Szene setzen. Gastronomisch gesehen sind die Sommergemüse sind Tomaten, Peperoni, Auberginen und Zucchetti. Und eigentlich fängt kulinarisch gesehen diesen Sommer eigentlich erst Juli, Mitte Juli oder sogar Ende Juli und geht dann ziemlich weit in Herbst hinein. Also man kann es beim eigenen Garten sehen, wie lange das geht, bis die Tomaten reif sind. Ich meine, jetzt habe ich die ersten Zucchetti auf dem Markt gefunden, sogar schon 3, 4 verschiedene, das finde ich toll. Aber Aubergine zum Beispiel hat es noch nicht wirklich in Fülle. Und unsere, die großen, die violetten, die weißen, all diese, da warte ich lieber noch, bis das alles da ist und vor allem die Tomaten. Dann kann ich mich freuen, wenn ich das ganze Jahr Tomaten esse. Dann freue ich mich doch nicht mehr auf die erste Tomate im Sommer. Ich mache gefüllte Zucchetti-Blüten. Am besten wäre es eigentlich, die Zucchetti am gleichen Tag zu bekommen, wenn sie gepflückt sind, weil da sind sie noch offen. Jetzt muss ich da relativ mühsam den Stempel rausholen, aber den sollte man rausholen, weil den ist relativ bitter, den innere Teil. Die Füllung mache ich mit frischer Ricotta, eine relativ weiche Ricotta, dann etwas Schnittlauch und Knoblauch, Porridgeblätter fein geschnitten, gemahlene Nüsse und etwas geraffelter Pecorino-Käse. Etwas Salz und etwas Pfeffer. Eigentlich jetzt spontan entschieden. Als ich draußen war, ich dachte, ich hole nur Schnittlauch und Schnittknoblauch. Dann habe ich den Borretsch gesehen und dachte, ah ja, Ligurien, die brauchen Borretsch ganz viel in diese Füllungen. Okay, das auch noch rein. Durch die Zucchetti-Blüten im Ei wenden und dann ausbraten mit etwas Olivenöl. Ja.
Fuchsblini, den bin ich schon seit vielen Jahren immer wieder begegnet und habe sie dann langsam kennengelernt, wie es so ist, wenn man oft an diese Konzerte geht und vor allem bei dem Nachkonzert dabei ist und singt. Und so sind wir eigentlich, haben wir uns immer mehr befreundet. Und seit ich hier bin, habe ich sie schon ein paar Mal eingeladen bei mir. Und wir sehen uns oft. Das sind die Vorspeisen. Und die Blüten, die ihr überall seht, sind auch essbar. Gurken vorbereiten für den Grünkernsalat. Die müssen geschält und geraffelt sein und eine Weile, so eine halbe Stunde, mit Salz vermengt bleiben, damit sie das Wasser verlieren. Ich koche jetzt Arame-Algen, die zum Gurken-Grünkernsalat gehören. Also zu Gurke, finde ich, passt Fisch oder so etwas. Und wenn ich keinen Fisch oder keine Krevette brauchen will, kann ich Algen dazu tun, also das mal vom Geschmack her. Die bringen so etwas vom Meer her, ein fischiger Geschmack. Aber auch die Farbe. Toll, mal etwas Schwarzes in der Pfanne zu haben. Und sie seien sehr, sehr gesund und haben viel Mineralstoffe und so. Und das ist natürlich auch etwas Gutes. Schafsjoghurt. Etwas Zitronensaft. Olivenöl und Zitronenöl. Das ist dieses Öl, wo die Zitronen zusammen mit den Oliven gepresst wurden. Ich tue noch etwas, ganz wenig Peperoncini-Öl dazu. Da passt etwas Scharfes. Und jetzt kommen die Kräuter dazu. Schnittlauch, Fenchelkraut, Dill, Pfefferminze. Die Gurken, die etwas Wasser verloren haben durch das Salzen vorher. Und Algen kommen dazu. Und dann den Grünkern, der abgekühlt ist. Das ist so ein frischer Sommersalat. Das Getreide ist nahrhaft und die Gurken kühlen. Eigentlich ist mein Garten vor allem ein Kräutergarten. Ich habe so zwei, drei Salate und die aromatischen Kräuter. Das ist eben schön, wenn man die einfach so frisch holen kann. Und das Gemüse, da gehe ich gerne zu den verschiedenen Gemüsebauern. Ich mache die marinierten Pâtissons. Die sind in eine Art würziger Sud mariniert, gekocht und die halten dann gut eine Woche so. Pâtissons sind viel besser, wenn sie so ganz jung sind. Man findet sie auch ausgewachsen, aber dann schmecken sie nach fast gar nichts mehr und so sind sie eigentlich viel besser. Für den marinierten Pâtisson tue ich jetzt noch den Lemongras zerstampfen und den gebe ich unten rein in die Pfanne. Dann Lorbeerblätter, Kaffirlimonenblätter, die Nelken, dann Zitrone und Chili, wilder Thymian, Pâtisson, dann Verbenblätter. Da kommt jetzt Salz, Weißwein, und Olivenöl. Und erst jetzt wird da Feuer gemacht und das muss so schnell wie möglich einkochen. Ich tue noch etwas Zitronensaft dazu. Den Knoblauch habe ich vergessen, den tue ich noch.
casa mia fa. E l'aria da campagna la dische l'acqua ma. E l'aria da campagna la dische l'acqua ma. Einen Tomatensalat. Eigentlich nur einen Tomatensalat. Aber wenn man so viele Sorten zur Verfügung hat, dann ist das eben eine ganz tolle Sache. Da werde ich nur Salz, Olivenöl und Basilikum drauf tun. Basilikum ist das Kraut für die Tomaten. Wenn etwas wirklich zusammenpasst wie Zwillingsbrüder, ist Basilikum und Tomate. Wenn man all diese verschiedenen Tomaten auf ein geöltes Blech tut, geschnitzt, also Schnitze davon, mit Salz und Zucker bestreut und circa 4 Stunden in den Ofen tut, bei 120, 140 Grad, dann kommt dieses Resultat raus. Sind etwas wie Bonbons eigentlich. Tomate confit, sagt man. Ich mache das Krautstil auf ligurische Art. Also das Ligurische ist bei mir immer so eine Serie von Ideen, basierend immer auf Fenchelsamen und Knoblauch. Aber dann kann es dazu noch Peperoncini oder Sardellenfilet, Pinienkernen, Weinbeeren oder Berberitzebeeren. Alle diese Sachen, die noch dazu passen. Das ist eine Art, einerseits bittere Gemüse zu kochen, das kommt sehr gut, oder eben zum Krautstil passt das auch sehr gut. Sardellenfilet, immer noch auf sehr kleiner Flamme. Oder sogar vom Feuer entfernt, damit diese Sardellenfilet sich auflösen. Kommt noch in den letzten 10 Sekunden den Knoblauch dazu. Und dann noch die Pinienkerne. Unsere Geschmäcker finde ich, dass man den Tofu wirklich marinieren soll. Und zwar nicht nur diese 10 Minuten, die man sagt, sondern Minimum 3 Tage oder eine ganze Woche sogar. Und marinieren tut man ihn eigentlich vor allem mit seiner Schwester, das ist die Sojasauce, also die wirkliche Sojasauce, entweder Shoyu oder Tamari. Und dann gebe ich viele Gewürze dazu. Wenn ich noch nicht genau weiß, was ich damit werde anfangen, dann tue ich eigentlich unsere Gewürze, Rosmarinpulver, Majoran, Paprika, etwas Nelkenpulver, vielleicht Pfeffer. Und dann tue ich diese Scheiben Tofu in einen Töpper legen und da tue ich Sojasauce rein und Wasser. Und das Ganze sollte eigentlich etwas salziger sein, als man es lieb hat. Und den Tofu muss gedeckt sein. Wirklich bedeckt und dann im Kühlschrank aufbewahren. Und diese Schnitten dann, die sind dann durch und durch mariniert und die schmecken dann wirklich gut. Einfach nur so angebraten oder paniert oder man kann sie dann Würfel schneiden, über einen Salat tun. Das ist dann wirklich etwas Feines. Aber das sind die Sachen, die man dazugegeben hat.
Glück hier im Tessin ist, dass wir Tessiner Tofu haben. Pier Zanchi bringt genug Soja, die im Tessin gewachsen ist, zusammen, Biosoja, um diesen Tofu zu machen. Jetzt habe ich Olivenöl gebraucht, man könnte auch Butter nehmen. Ich könnte jetzt daraus wie ein geschnetzeltes machen, noch Pilze dazugeben, Weißwein und eine Soße daraus machen. Es lässt sich dann in ganz viele Varianten kochen. Aber ich finde, er muss vorher mariniert sein, wenn man ihn so als Stück isst. Rosmarin, Kräutersalz und Olivenöl. Und das wird jetzt ganz stark gebacken im Ofen. Und zuletzt kommt dann Honig und grober Senf dazu. Ich mache einen Auberginensalat. Dafür koche ich die Auberginen in einem würzigen Dampf, so 4-5 Minuten. Peperonis, jetzt wo sie fast kalt sind, tue ich ein bisschen grober Senf dran und ein bisschen Honig. Für das Buffet im Sommer eine Art Peperonata, die man dann aber kalt isst oder lauwarm. Das ist die Soße für den Auberginensalat. Balsamico-Essig, noch etwas Kräutersalz, Sojasauce, Tamari, Olivenöl und ein bisschen Peperoncini-Öl. Gepresster Knoblauch, dann ganz viel Basilikum. Das ist eine reife Tomate. Das ist nicht grün, weil sie unreif ist, sondern das ist die Sorte. Da kommen noch entsalzene Kapern dazu, die ich grob hacke. Geröstete Pinienkerne. Die abgekühlten Auberginen dazu. Hey!
ist eine frühsommerliche Vorspeise mit Rhabarber und Frühlingszwiebeln. Als Gewürz kommt Sternanis dazu, das auch noch mal etwas Träges ist. Und dann den Marsala, das gibt dann die Süße, den Süßwein. Sternanis. Jetzt kommt Marsala dazu. Und noch etwas braunen, also Vollrohrzucker. Jetzt kommt noch das frische Grün von den Frühlingszwiebeln dazu. In der klassischen Küche sind die meisten Gemüse einfach in viel Wasser reingeworfen und dann wieder raus. Und das Ganze geht in das Lavabo runter. Also schade um all diese Mineralstoffe, die da fortgehen. Ich finde, eine Karotte darf einmal nach Karotte schmecken und einmal darf sie mehr nach Ingwer schmecken oder mehr nach Honig schmecken oder mehr nach etwas anderes auch noch dazu. Klar soll man die Karotte schmecken, aber vor allem man soll sie so essen, so wie am besten, wie sie ist. Also vor allem nicht einfach in viel Salzwasser gekocht, sondern angebraten, angedünstet, dass sie eigentlich so wenig wie möglich von ihren Bestandteilen verliert. Das ist mir viel wichtiger. Gemüse schonend garen ist zum Beispiel auch ein Curry ideal dazu. Da macht man zuerst eine würzige Soße und dann kommt das Gemüse. Das wird da drin gekocht, da wird nichts, also das tue ich immer roh dann in diese Soßen rein. Oder eben auch Fleisch. In der italienischen oder der mediterranen Küche ist der Sofrito Zwiebelsellerie Karotten oder Zwiebelsellerie und dann Knoblauch. Und im Indischen ist der Sofrito mal Zwiebel, Knoblauch und frischer Ingwer. Ich mache hier einen Curry mit schottischem Rindgulasch eigentlich. Und das wird dann relativ lang in dieser würzigen Soße kochen. Der frische Ingwer und Knoblauch. Den muss ich jetzt auch anbraten. Ich tue dann noch ein paar Curryblätter. Die heißen so. Das ist ein bisschen wie wir Lorbeer brauchen. So eins, zweimal in der Woche finde ich. Kann ich dazu stehen, dass man Fleisch isst? Nicht jeden Tag. Ist unsere Welt, ich denke, zu klein, für dass wir alle so viel Fleisch essen würden. Und hier in den Alpen aber, finde ich, macht es Sinn, so zweimal in der Woche circa Fleisch essen, weil wir haben so viele Steilhänge, die eigentlich nur von Tieren genützt werden können. Und die verwandeln dann dieses feine Gras in Fleisch und dass man das ab und zu isst, finde ich gut. Und wir haben ja auch eine große Milchwirtschaft und das heißt ja auch immer wieder, ein Tier pro Jahr muss daran glauben, dass wir weiterhin Milch und Käse und all das machen können. Zu dem kann ich stehen. Aber ich brauche immer alle Teile von einem Tier. Und darum habe ich dann viel mehr solche Teile wie Voressen oder Braten oder Hackfleisch. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel diesen Curry auch mit Ziegenfleisch oder mit Lammfleisch machen können. Jetzt kommen mal die wichtigsten für einen Curry, sind mal Koriander und Kreuzkümmel. Das gibt eigentlich schon mal die Grundlage. Und dass ein Curry gelb ist, das tut man eben Kurkuma dran. Also das ist mal die Basis und jetzt kommen viele andere Gewürze noch dazu. Das ist gemahlene Fenchelsamen, Zimt, Nelken, dadurch Nelkenpulver, Timon oder Nelkenpfeffer heißt es auch, oder Jamaika-Pfeffer nennt man ihn, Sternanis, Kardamom. Kardamompulver, Machis oder Muskatnuss. Und die Gewürze müssen immer noch
etwas geröstet werden. Die sagen sonst, dass es den Geschmack noch besser entfaltet. Wasser dazu. Und das ist eigentlich schon ein Curry. Zucker, da brauche ich Palmzucker. Und da könnte ich jetzt Kokosnussmilch oder Joghurt oder Tomaten. Ich koche das Ganze mal so und tue dann zuletzt etwas Tomaten. Man muss nicht immer das Fleisch anbraten. Bei den Indern ist es oft so, dass sie es eben gar nicht anbraten, weil den Geschmack haben sie von den Gewürzen. Und das sind dann solche Sachen, die, da denkt man, ja, die Regel, man muss das Fleisch immer anbraten, sondern sieht man, in anderen Kulturen passiert das nicht und es wird auch fein. Also es hat wenig Regeln, die wirklich immer eingehalten werden müssen. Und gelernt habe ich es eigentlich aus den Büchern gesehen, dass man da esslöffelweise von jedem Gewürz reiten tut. Und das finde ich das faszinierend. Das hat mir auch geholfen, diese Hemmschwelle gegenüber den Gewürzen und auch den aromatischen Kräutern runterzubringen, weil da kann man wirklich viel reintun. Jetzt kommt da noch eine Gewürzmischung. Das ist Garam Masala, eine von den wenigen Mischungen. Die mache ich auch selbst. Da sind alle Gewürze ganz geröstet worden und dann vermahlen. Und das gibt man immer zuletzt an den indischen Sachen. Und Garam Masala selbst zu machen ist so toll, weil das ganze Haus duftet von diesen feinen Gewürzen. Das ist mein Gewürzkoffer, den ich mehrheitlich brauche, wenn ich auswärts gehe kochen. Da habe ich alle Gewürze, alle aromatischen Kräuter, mein Salz, meine Bouillon, mein Messer drin und mit dem kann ich umfahren. Mutter und Vater, beide kochen gerne. Vielleicht ist es nicht das Kochen lernen, sondern das Lernen, Zutaten gerne zu haben und mit diesen etwas machen. Also meine Eltern hatten einen großen Garten, das war wichtiger. Im Garten gibt es das, dann gibt es auf dem Tisch das. Ja. Schaut sehr gut. Muss ich einfach am Mittag nehmen, weil am Abend sind schon ein bisschen flau. Ja, wenn ich das schon gewusst hätte, jetzt habe ich 50 Jahre etwas nicht gegessen, was gut ist. Könnt ihr noch ein bisschen in den Salat bringen? Das sind Taglinienblütenblätter, die sehr fein sind zum Salat machen. Ich mache den meistens so 50-50, halben Blattsalat, schönen Schnittsalat. Und die Hälfte von diesen feinen Blütenblättern. Es gibt einen schönen Salat vor allem, aber sie sind wirklich auch fein. Sie sahen Echte Sommerküche mit Merit Bisecker. Die DVD-Box mit allen Filmen und reich illustriertem Rezeptbuch zu Merit Biseckers Küche der vier Jahreszeiten erhalten Sie ab Oktober bei NZZ Format.